Du gehst jetzt rein. Guck dir das mal an. Ekelhaft von unserem Kater hier. Oh, Hallo Gott Luis. Sei Dank, Frau Doktor. Mensch, was machst du denn da? Hallo, Luis. Wie geht's dir? Gut. Hallo, Frau Trieben. Frau Doktor, gut, dass Sie gekommen sind. Ja. Ich habe ihn schon wieder gerade erwischt. Ja, was denn? Das ist doch ekelhaft. Gucken Sie mal hier. Was hast du denn da gegessen, Luis? Lecker Sachen. Lecker Sachen? Ja. Also Frau Triebel hat mich gerufen, weil ihr Sohn Luis auf einmal seit 2 Wochen, seit dem Unfall, dem Sturz vom Klettergerüst auf dem Kindergartenplatz, seltsame Dinge isst, die eigentlich nicht essbar sind. Statt seiner geliebten Nudeln isst er auf einmal Katzenklostreu und Sand und andere Dinge, nicht essbares Zeug. Du isst gar nicht mehr deine Lieblingsnudeln, habe ich gerade noch mitgekriegt. Die hast du gar nicht mehr gemacht. Ich mag die nicht. Du magst sie nicht? Na so, was tut dir denn der Kopf weh oder sowas? Nein. Nein, gar nicht. Darf ich dich noch mal ein bisschen untersuchen? Ja. Ja, Schatz, bitte. Guck mal schön geradeaus. Guck mal geradeaus. Ich habe den Luis noch mal neurologisch untersuchen wollen. Ich hatte zwar schon die Blutuntersuchungen und auch die CT-Bilder, die mir gezeigt haben, im Kopf ist alles in Ordnung, organisch dürfte keine Ursache dafür zu finden sein, warum er das ist. Ich denke eher, dass wir da eine psychische Ursache bei dem Luis suchen müssen. Also ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich habe mal im Internet recherchiert. Ja. Und da habe ich was vom Picker-Syndrom gelesen. Ja. Aber daran leidet? Das ist eine Essstörung, wo man eigentlich unessbares Zeug isst. Das würde ja von dem, was Sie beschreiben, passen. Aber eine medizinische Ursache sehe ich nicht. Das sind ja sonst geistig behinderte Menschen oder besondere Situationen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier ja körperlich keinen Grund haben, dass wir doch eine psychologische Ursache haben. Ich würde Ihnen da dringend raten, dass wir da mal einen Psychologen oder eine Familienhelferin mit dazuziehen, um zu überlegen, warum er seit 2 Wochen, sagen Sie ja, plötzlich nach dem Sturz, warum er da angefangen hat, diese Sachen zu essen. Sie sagten Sand und Steine ja. und Katzenstreu. Das passt ja gar nicht. Unmögliche Sachen halt. Ja, das kann ja gar nicht schmecken, Luis, ne? Also da würde ich das mal empfehlen. Aber dieser Wurm da unten schon. Oh. Nein, dass du schon an sowas denkst. Ja, siehst du mal. Ich denke mal, dass wir wirklich mit den psychologischen Untersuchungen weitermachen müssen, um herauszufinden, warum isst Luis jetzt seit 2 Wochen seltsame Sachen. Monja Triebel befolgt den Rat der Hausärztin und nimmt Kontakt zu Familienhelferin Rosella Blumenthal auf. Die Sozialtherapeutin hat sich einige Tage später zu einem Besuch angekündigt, um sich vor Ort ein Bild von Luis' Gewohnheiten zu machen. Hör mal, was soll das? Luis, mach das weg, wir kriegen gleich Besuch. Ja. Guck mal, wie das hier aussieht. Was soll der Besuch gleich denken? Komm, mach das bitte weg. Nein. Mach das weg, der Besuch kommt. Das hat mich so aufgeregt wieder, wo die Familienhelferin kam. Schon wieder, da sah da mit der Erde angefangen hat zu essen. Den ganzen Tisch versaut und alles. Und oh, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Super, dass Sie gekommen sind. Sie sehen, Luis, ich hab dir doch gesagt, du sollst das bitte sauber machen. Sehen Sie sich das an. Hallo, Luis. Hallo. Hi, ich bin Rosella Blumenthal. Hi. Was machst du da gerade? Lecker essen. Okay. Mir war es erstmal wichtig, auch zu erfahren, was ist denn jetzt genau passiert. Also der Unfall war klar, dass Luis vom Gerüst gefallen ist. Aber was hat sich danach ereignet? Oder ist irgendetwas gewesen, das Luis dazu veranlasst, so eine Symptomatik zu entwickeln? Was ist der so? Ja, eigentlich leider nur noch Ekelhaftes. Okay. Kein gesundes Essen mehr. Aha. Mal abgesehen, dass es halt nicht gesund ist, es ist ja auch ekelhaft. Haben Sie sonst eine Idee, wo das vielleicht noch herkommen könnte? Leider nicht. Das überlege ich schon seit 2 Wochen, weil ich mir die Sorgen mache. Ich meine, was jetzt natürlich weit hergeholt ist, ich meine, wie mein Mann ja schon mal so, oder wie man so sagt, ne? Dreck reinigt den Magen, aber das ist ja nur ein Sprichwort. Also wenn er da jetzt wirklich das so wortwörtlich nimmt, wäre schon komisch. Naja, manchmal nehmen Kinder ja auch komische Äußerungen oder unbedachte Äußerungen von Erwachsenen, verinnerlichen die ganz anders, als wir ganz uns das vorstellen. Warten Sie mal, warten Sie mal. Luis, komm, jetzt hör auf, komm. Nein. Nein. Ich hab dir schon mal was Nein. gesagt. Wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen. Das ist nicht schön, was du machst. Sehen Sie, also ich bin schon seit 2 Wochen mit ihm am Kämpfen. Nein, du lässt jetzt die Finger davon. Frau Triebel, ich hatte Sie doch gebeten, was vorzubereiten. Ja, lassen Sie ihn mal kurz los. Holen Sie doch mal die Sachen, wo ich Sie gebeten habe. Hey, Luis, schau mich mal an. Hallo. Die Mama hat dir bestimmt erzählt, dass ich komme, ne? Ich bin Rosella Blumenthal, ich bin die Familienhelferin. Ich bin für dich da. Schau mal. Da
Schmeckt dir das wirklich? Ja. Schau mich mal an. Glaubst du, das ist ja Erde, ne, die du da isst. Denkst du, dass es deinen Magen sauber macht oder was? Nein, mein Magen ist doch schon sauber. Ja, genau. Ja, warum machst du das denn? Okay. Schau mal, ich würde gerne mit dir ein Spiel machen. Was hältst du davon? Würdest du es gerne mit mir spielen? Ja. In dieser Übung, die ich mit Luis machen wollte, mit verbundenen Augen, ging es natürlich um die Sinne. Hören, fühlen, riechen, schmecken, tasten. So wollte ich mich selber ein bisschen vortasten, ob es eine Sinneswahrnehmung, eine Störung gibt, dass Kinder Essen ablehnen und den Ekel verlieren. Mama geht jetzt raus, wir zwei spielen zusammen, ja? Mhm. Guck mal, du kannst mal einen Schritt weiter vormachen. Genau. So, jetzt streckst du deine Hand aus, ich halte dich von hinten. Und dann nimmst du dir mal, tastest du mal einen Gegenstand. Ja, genau. Was glaubst du, was das ist? Erde. Okay. Dann lass die mal los, nimmst du die Hand wieder zurück. Dann tastest du dich weiter vor, weil hier stehen ja noch andere Gegenstände. Ah, genau. Was könnte das denn sein, Luis? Vielleicht Zitronenkuchen? Hast du schon gerochen, oder? Ja, dann nimm den. Nee, aber fühl den mal. Ich fühle es. Ah, du fühlst das da an den Seiten. Ja, super. Und? Also ein Zitronenkuchen. Ich hatte ihm Erde mit dazu gestellt. Da hat er auch reingefühlt. Hat die aber nicht weiter auch in den Mund führen wollen oder ähnliches. Es gab kein Impuls. Dann gab es halt seinen Lieblingskuchen. Seine Mutter hatte mir davon erzählt, Zitronenkuchen. Und den hat er natürlich mit Wonne gegessen, weil er den wohl ja sehr, sehr gerne mag. Hast du lange nicht mehr gegessen, glaube ich, Zitronenkuchen, ne? Luis. Nein. Das geht gar nicht. Du wusstest doch, dass das Erde ist, ne? Luis, schau mich mal an. Also, irgendwie. Warum machst du das? Also was mir auffällt, du machst das, hast das in dem Moment sehr entschieden gemacht, als die Mama reingekommen ist. Stimmt das? Warum? Die Handlung von Luis war extrem spontan, nach dieser Schüssel zu greifen, die Erde in sich reinzustopfen. Er zeigt ja wirklich was seiner Mutter, er zeigte was. Und deshalb lag es für mich nahe, dass ich aus dieser Situation heraus die Unfallsituation nochmal nachstelle. Um einfach zu schauen, gibt es da irgendein Element für mich, das mir einen Hinweis gibt, was da auf der pädagogischen, sozialen Ebene oder im Kontakt oder in der Beziehung zur Mutter passiert ist. Ist das jetzt komisch für dich, dass du das noch mal, dass du da noch mal reingehst in die Geschichte? Nein. Nee? Okay. Ja, dann zeig mal. Okay. Ich bin so Alles in Ordnung, Luis, ne? Ja. Oder? Das war jetzt nur gespielt. Hast du dir wirklich nicht wehgetan? Nein. Oh, ich hatte schon wieder. Louis' Mutter war direkt vor Ort präsent und ich konnte richtig nachfühlen, dass sie wieder in der Panik war. Aber was sehr auffallend war, ist, dass Louis diese Aufmerksamkeit von der Mutter regelrecht genossen hat. Und darauf habe ich ihn angesprochen. Die Situation beim Unfall war sehr ähnlich, ne? Ja, doch. Aha. Dass sie direkt da war. Ja, natürlich. Aha. Und da war aber schon alles voll, der ganze Mund voller Sand und alles, ne? Ja. Kann das sein, dass das für dich, Luis, ganz wichtig ist, dass die Mama immer direkt da ist und dass sie für dich da ist und dass sie dir ganz viel Aufmerksamkeit schenkt? Ja, ja. Oh, Schatz. Aber das machst du ja sehr oft jetzt nach dem Unfall, was nicht verwunderlich ist, weil dir ist ja was passiert, ne? Aber schau mal, die Mama, die hatte ich doch im Grunde ganz doll lieb, was ich so mitkriege. Nein, du lügst! Luis, was machst du? Ich verstehe das nicht. Luis! Luis ist weggerannt und seine Mutter hinterher und ich bin der Mutter dann hinterher, weil ich wissen wollte, was ist denn los? Und habe beide dann vorgefunden im elterlichen Schlafzimmer. Und was dann dabei rauskam, war nochmals sehr interessant zu verstehen, wie Kinder ihre Bedürfnisse und Emotionen in Handlungen übersetzen. Mhm. Er verkriecht sich ganz oft hierhin.
Ja? Doch, er verkriegt sich ganz oft hier hin. Ja, das ist ja eine ganz neue Info. Also das ist Ihr Schlafzimmer jetzt? Das ist Schlafzimmer. Das elterliche Schlafzimmer. Mhm, von meinem Mann und mir. Mhm. Und in der letzten Zeit warst du öfter hier? Wenn's... Ja. Warum? Was ich habe gesehen, wie Mama mit Papa gekuschelt hat. Mama sagt ganz Zeit, ich bin schon groß. Aber Papa ist ja noch viel größer als ich. Ach, Luis. Dabei kam raus, dass Luis sagt, ja, die Mama sagt, ich bin zu groß zum Schmusen, aber mit Papa schmust sie immer hier in dem Bett. Und zwar hatte er wohl eine Situation beobachtet der Eltern, die an dem Tag des Unfalls passiert ist. Sie hat nämlich die Türe aufgelassen vom Schlafzimmer, damit sie ihn hören, wenn irgendwas ist. Und das hat Luis überhaupt nicht gefallen. Du wünschst dir viel mehr auch Nähe und Kuscheln mit der Mama. Ja. Ach, Luis. Mein Schatz. Ist das der Grund, warum du dann immer wieder so eigentlich Dinge in den Mund nimmst, die man so in der Regel nicht essen würde? Weil dann die Mama immer direkt da ist und sich aufregt und du das herausforderst, dass sie sich um dich kümmert? Luis hat sehr gut auch selber benennen können, was er mit seinem Verhalten provoziert hat, nämlich Aufmerksamkeit. Er wollte viel mehr Aufmerksamkeit von seiner Mama. Und dann habe ich das auch verstanden. Luis ist, glaube ich, 8 Jahre alt. Das ist die Vorpubertät. Da beginnt im Grunde auch schon der Ablösungsprozess zu den Eltern. Und die Kinder sind in einem inneren Konflikt. Die brauchen noch sehr viel Aufmerksamkeit, auch körperliche Nähe. Das hat er auch selber benannt. Gleichzeitig wollen sie raus und strampeln sich schon frei. Und da braucht es doch viel Achtsamkeit auch von den Eltern, dass sie sich wirklich bewusst Zeit nehmen. Mama Monja hat mit Luis eine feste tägliche Spiel- und Kuschelstunde vereinbart. In dieser Zeit beschäftigen sich Mutter und Sohn ohne Störungen von außen miteinander. Seitdem hat Luis sein komplettes Essverhalten geändert und isst keine seltsamen Dinge mehr.